Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde, einer neuen Folge, einem neuen Spiel von Minecraft Arcade. Genau, wir spielen heute Vampire Z auf dem Hypixel Server. Genau, die genaue IP ist nämlich eu.hypixel.com, keine Ahnung. Genau, ja, steht in der Videobeschreibung. Und zwar ist das ein Spiel, ein Team ist Vampir, ein Team ist Burger. Und die Burger müssen den Vampir töten und die Vampire müssen die Bürger töten. Allerdings muss man sich auch so ein bisschen verstecken, denn die Vampire sind schon ein bisschen stark. Und wie man sieht, wir sehen nichts als Bürger. Was, du bist Bürger? Ja. Das hört sich nicht so an. Doch, ich bin doch hinter dir. Ach so. Und die Vampire müssen dementsprechend, die sehen mehr und können auch fliegen und bla und blub und blub. So, und wir haben hier so Goldnuggets, mit denen wir uns coole Sachen kaufen können. Ich habe mir direkt mein Eisenschwert gekauft. So, jetzt Da ist irgendwas bei mir, glaube ich. Sollen wir rausgehen? Sollen wir uns trauen? Oh, da ist er. Da war er. Ich bin ja nicht bei dir. Ach so, ich dachte, du wärst hinter mir. Doch, jetzt bin ich hinter dir. Hi. Ich habe einen Vampir, also einen Vampir haben wir einigermaßen. Wo bist du? Da ist einer. Ja. Man sieht die immer jetzt? Nur so ganz schwach, also man sieht nur diesen fliegenden Kopf immer. Irgendwo okay. Hier. Da ist er. Ich sehe nichts. Da, ich hab ihn. Das ist gut, ich laufe einfach der großen Gruppe nach. 17 Gold, dafür kann ich mir Fleisch holen. Oh, hier ist noch einer, da ist noch ein Blödmann. Ich weiß es jetzt noch nicht essen müssen, aber habe ich jetzt trotzdem gemacht. Ganz einfach aus dem Grund, weil nachher greift mich einer an, ich verliere ein Herz. Da ist einer, bei mir ist einer. Ich weiß nicht, wo du bist, das ist das Problem. Ah, hier. Ja, wir haben ihn. Das bist du. Ja, komm her. Da ist er weg. Boah, das ist so gruselig. Nee, ich hab ihn, ich bin noch bei ihm. Okay, wenn... Da ist er. Da sind zwei. Das ist nicht schlimm, kriegen wir hin. Da ist der. Ich hab ihn. Ich krieg hier gar keinen, ich schlag die ganze Zeit, aber es bringt überhaupt nichts. Bei mir leckt das gerade ganz schön, aber. Ich muss mal im Haus gehen und das war ein Brunnen. Toll, Stefan. Ich habe ein Wooden Sword. Oh. Was war das? Wave Spawn. Achso, ja. Eisenschwert. Toll! Das ist ja super. Zombies! Fick ihn! Ja, gerne. Nicht mit dir, danke, aber ist nett. Ach, schade. So, und an dieser Stelle nochmal so eingeworfen, also das war jetzt, glaube ich, so ein Power von den Vampiren, dass sie mal so eine Zombie-Horde losgelöst haben. Nee, die kommen generell immer. Ja, okay. So, plus 2 Gold, das ist ja schön. Das bist du. Du stehst einfach mal blöd da rum und ich beschütze ja, dich vor den Monstermassen von Zombies, die hier auf dich einprügeln, aber ist schon okay. Ja, weil ich gerade probiere... Da ist ein Vampir, ganz viele Vampire. Oh, ich bin gleich tot. Dann bist du auch ein Vampir. Ich weiß. Da! I help you. Nee, ist ja, zu spät. Ja. Ich bin ein Vampir, dann habe ich das auch mal drin in der Aufnahme. Ah, schade, ich noch nicht. Scheiße. So wie man sieht, als Vampir sieht man ordentlich alles hier. Jetzt ich wette, der Stefan tötet mich jetzt gleich. Ich weiß überhaupt nicht, wo du bist, weil man... Das ist ja das Problem, man sieht ja... Ach du Scheiße, jetzt haben die Viecher schon Eisenrüstung an. Oh, du bist hinter mir. Ich weiß nicht, wo du bist. Ich sehe. Das bist du doch. Hast du gerade einen Schlag abbekommen? Nein, ich habe überhaupt niemanden in meiner Nähe. Das hatte ich nämlich jedes Mal, weil ich habe dieses Spiel schon 2-3 Mal gespielt. Und jedes Mal ist es so, dass ich überhaupt keine Ahnung habe, wo überhaupt irgendjemand ist. So, ich kaufe mir jetzt erstmal nochmals. Und zwar, was wollte ich mir holen? Wie viele Punkte habe ich? 49. Kannst du mir fast meinen noch... Na, das lohnt sich noch nicht. Dann töte ich lieber noch ein bisschen mehr. Wo bist du denn gerade? Ja, genau. Ich bin genau... Sterb, Zombie. Wow! Einfach mal gerade so die übelste Monsterherde. Ach, gut, dass du das sagst. Du bist hier nicht, Wir haben dich auf unsere Seite gebracht. No, I'm a vampire, bitches. I'm a vampire. So, jetzt müssen wir nur irgendwelche anderen Leute noch finden. So, ich habe jetzt meinen Jump-Boost. Als Vampir kann man auch, soweit ich weiß, keine Türen aufmachen. Glaube ich. Ja, ich meine schon. Ich muss jetzt... Hier sind voll die große Massenparty an Leuten.
Da ist jemand nackt. Da bin ich tot. Ist aber nicht schlimm als Vampir. Ich bin praktisch unendlich leben. Ich hab Wichs in der Hand. Okay. Schön. So, man sieht Runde 5 gerade aktuell. Oh yeah. Und da laufen 2 Uhren und es ist, glaube ich, noch etwa 1 Minute zu spielen. Und an dieser Stelle, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, aber wenn ihr noch Spielvorschläge habt von irgendwelchen Minecraft-Minigames, die man hier spielen kann, dann sehr gerne in die Kommentare den Link zum Server und das Spiel, was wir darauf spielen sollen. Und dann geht das ab. Ich glaube, es sind jetzt schon fast alle, oder? Einer, ja, noch. Irgendeiner, genau. Ein Survivor. Boah, ist gerade aber auch voll der Frame-Drop bei mir. Nee, bei mir nicht. Gar nicht. Nee, ich habe 49 Frames, aber komischerweise, also das liegt dann am Server. Ja, ja, natürlich liegt das am Server. Und da haben wir, oder? Wir haben gewonnen! Natürlich haben wir gewonnen. Hey, da wo wir drin sind, da gewinnen wir. Ja! Klar gewinnen wir hier, Mensch. Ja, wollen wir noch eine Runde hinten dran hängen? Ja, klar. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Runde praktisch wieder. Oder sollen wir jetzt einfach direkt versuchen, hier auf den Server zu kommen? Ja, komm, komm, machen wir einfach. Machen wir, nehmen wir direkt, gehen jetzt. Hast du gerade einen vollen? Hier ist gerade kein Seite, voller. Oder bist du... Ach, du bist auch auf der Seite. Ah, okay. Ne, hier ist überhaupt kein voller gerade. Oh. Schön, alle warten, bis irgendein voller Server kommt. Dann gehen wir jetzt einfach auf irgendeinen drauf, wo ein bisschen... Hier, 10. Da, 5-2 war das. Okay. Oh. Bist du drin? Okay. Warte. 5-2 da. Ja, da bist du. Das ist immer dieses spannende Server-Minispiel, was immer wieder toll ist. Immer dieses Warten und Hoffen, dass man auf einen Server kommt. Ja. Du bist ja auch immer so wählerisch. Dann gib doch mal kurz schon mal ein kleines Fazit, bevor das Spiel hier in 10 Sekunden losgeht. Das glaube ich, habe ich nicht. Und ich muss mich beim Spiel konzentrieren, also machen wir es nach dem Spiel. Das ist ein super Plan. 1 Sekunde. Und was sind wir? Ich bin natürlich kein Vampir. Ich glaube, es ist auch immer nur einer Vampir. Ja, ich bin auch kein Vampir. Wo bist denn du? Vielleicht sollten wir zusammenbleiben. Ich weiß gar nicht. Komm mal zum... Warte, wo bin ich gerade? Ich bin gerade bei so einem Haus mit so einem braunen Dach. So ein Wolldach. Komm mal zu diesem ganz großen Weizenfeld. Ach Gott, was weiß ich denn, wo das ganz große Weizenfeld ist? Ich bin einfach mal weiter gerade ausgerannt und auf einmal war ich bei dem Weizenfeld. Okay, jetzt kommen sie, jetzt kommen sie. Wer kommt? Wo kommt? Was ist? Die Vampire kommen jetzt. Nein! Ich bin auch jetzt hier irgendwo, keine Ahnung. Vielleicht habe ich Glück. Vielleicht sterbe ich. Ich weiß es nicht. Sag mal, wo bist du? Ich habe keine Ahnung. Ich bin auf irgendeinem freien Feld, wo nur Gras ist. Und hier ist... Ach, scheiße, ich bin bei dem Berg. Bei dem Berg? Okay, ich komme zu dir. Aber ich weiß nicht, wo am Berg. Der Berg ist lang. Ja, ich pack da schon. Ich gehe immer einfach rechts an der Bergmauer vorbei. Irgendwo muss ich auskommen. Okay. Wahrscheinlich... Oh Gott, ist das gruselig. Bergmauer... Warte. Ich glaube, da vorne irgendwo bist du. Nee, da ist ein anderer Spieler. Nee, du kannst mich nicht sehen. Ich habe hier niemanden in meiner Nähe. Ich bin ganz alleine. Schön ist... Ja, ich bin, aber bei dir in der Nähe, glaube ich. Wo bist du denn? Die Bergmauer geht einmal um das Spielfeld rum, weißt du, ne? Ja, bist du gerade so in so einem Weizenfeld? Nee, gar nicht. Wie gesagt, ich bin irgendwo... Okay, dann bist du genau in der anderen Richtung. Das Schöne ist, hier kann mich auch kein Vampir treffen, glaube ich, weil... Hier verirrt sich auch kein Vampir hin. Okay. Ich bleib jetzt mal ganz mutig hier in der Ecke stehen. Jetzt okay. Kommt natürlich die erste Horde Zombies. Ganz mutig in der Ecke bleibst du stehen. Ja, ich musste die Musik ein bisschen lauter machen. Oh, jetzt ist schwubbidi-wupp-wupp. Schwupp-wupp, wubbidi-wupp-wupp. Ja, du bist verrückt, Stefan. Nein, ich bin nicht verrückt. Ich laufe jetzt einfach irgendwo hin, mein Gott. Kinder, siehst du da oben die schwarze Spitze von so einem großen Turm? Nein, ich sehe Himmel. Ich sehe gar nichts. Es ist einfach viel zu dunkel, um irgendwas zu sehen. Oh, ich bin... Ach so, weil ich so direkt an dem Turm stehe. Das Einzige, was ich sehe, ist Boden. Okay. Okay. Oh, hier ist ein Zelt. Toll. So, und jetzt ist hier ein Baum. Also ich habe auch noch nichts gesehen. Weder ein Spieler, noch ein Zombie, noch ein Vampir. Ich bin wahrscheinlich irgendwie gar nicht mehr auf der Map drauf.
Du hast jetzt einfach so einen Glitchpunkt geholt. Ja, ich bin jetzt gleich bei Herobrine zu Hause. Komm auf den Kaffeeklatsch vorbei. Herobrine. Herobrine. Herobrine? Herobrine. Herobrine, bring das Essen her. Das Heldengehirn. Das wäre dann Herobrine. Oh, ich habe ein Haus gefunden. Ich habe ein Haus gefunden. Aus irgendeinem Grund kriege ich hier Gold. Ist ein Weizenfeld? Nee, es ist noch niemals ein Haus, das ist nur ein Durchgang irgendwie. Nächstes Haus. Ey, hier ist ja niemand. Ich finde niemanden. Echt nicht? Nein, hier sind keine Spieler, hier ist nichts. Stimmt, ich habe bis jetzt auch noch keinen gefunden. Auch noch nicht mal jetzt einen Vampir gesehen. Aber 8 Vampire, 11 Überlebende. Wir sind irgendwo ganz... Also die spannendste Runde bis... Oh, da wurde ich geportet. Okay, hier ist jemand. Da ist ein Zombie. Und ein Vampir. Fuck. Da ist der Vampir, da ist der Vampir. Nee, nee, Freund. Nee, nee, so ist das hier mal nicht. So läuft das nicht mit mir. So läuft das nicht. Oh, oh. Das ist schön. Blitzlicht, Blitzlicht. Ich sehe die Vampire, ich sehe die Vampire. Ja, Freunde, jetzt habt ihr verkackt. Bin tot. Okay. Wo bist denn du jetzt eigentlich? In so einem Haus, wo ganz viele Leute waren. Hm. Ach, da war das Weizenfeld. Naja, okay. Was? Ich komme zum Weizenfeld. Ich finde das schon irgendwie. Ich habe meinen Weg gemerkt. Ich komme zum Weizenfeld. Okay, ich stehe hier irgendwo am Weizenfeld. Wo denn ungefähr? Hier ist so ein Hauseingang-Ding. Ist so eine Mühle? Nö. Aber ich guck mal, ich glaube, ich habe die Mühle schon irgendwo gesehen. Komm du erstmal zum Weizenfeld. Ich bin bei welchem von beiden? Ach, es gibt zwei. Ja. Ach, da bist du, glaube ich, hier irgendwo. Ich bin jetzt auf dem Weizenfeld, wo so ein Hauseingang ist. Nee, dann bist du nicht bei mir. Echt nicht? Nee, ich sehe hier niemanden. Ah, da! Da ist es. Glaube ich. Magst du mir nicht mal deine Koordinaten sagen? Wo ist denn das andere? Nee, das wäre ja langweilig. Wo ist denn das andere Weizenfeld? Die sind beide relativ nebeneinander. Echt? Ja. Sicher? Ja. Ich sehe hier so eine Vogelscheuche. Dann habe ich dich, glaube ich. Sind da Zombies dran? Nee. Dann gibt's hier noch mehr Weizenfelder. Hier ist nämlich wieder null. Hier ist kein Vampir. Jedenfalls sehe ich keinen. Hier ist auch so eine Vogelscheuche. Vampires wins. Ja! Gewonnen! Nee, du bist... Bist du auch ein Vampir? Ja. Ich auch! Ah! Wir waren die beiden Ersten! Wir waren nicht die beiden Ersten, aber wir sind... Doch. Wir sind... Nein! Ich war auf jeden Fall der Erste. Wir sind uns so gleich, ey. Das ist so eklig. Wir wollen uns beide einfach verarschen. Okay, das war also die zweite Folge von Minecraft Arcade. Ich hoffe, euch gefällt dieses Projekt einigermaßen und ihr habt noch ein paar Vorschläge, was wir verbessern können, beziehungsweise welche Spiele wir das nächste Mal spielen können. Ich finde dieses Minispiel, also Vampire Z, ziemlich cool. Mir macht das echt Spaß. Vor allem diese ganzen Effekte, die da drin sind, machen echt Spaß. Allerdings finde ich es auch ein bisschen unübersichtlich. Ja, okay, schon. Aber ich meine, für die normalen Möglichkeiten jetzt, finde ich, ist das relativ gut gemacht. Man als Spieler, jetzt hat man nicht so wirklich Überblick, weil diese Sichtweite ist schon echt extrem eingeschränkt. Da kann man im Prinzip nichts machen. Man kann nicht irgendwie super was sehen, aber ist ja eigentlich auch Sinn der Sache. Ich finde da im Gegenzug sind die Vampire ein bisschen zu OP. Weil ich meine, wenn du ein Vampir bist und dich ordentlich upgradest, dann kann dich im Prinzip kein Spieler töten. Dann gehst du einfach in ein Haus rein. Upgraden tue ich irgendwie nie. Ich finde, Upgraden ist so, weiß ich nicht. Aber muss ich auch sagen, die Vampire sind da schon echt stark. Früher waren sie noch stärker, aber wie gesagt, früher konnte man noch fliegen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das geht ja jetzt kaum noch. Vielleicht ist das great. Ja, ich weiß nicht. Aber dafür halten die Vampire ja auch weniger aus. Gut, ja, ich würde sagen, das war's dann. Wir sehen uns nächste Woche wieder, beziehungsweise im Hexit Let's Play. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.